Hi Leute, ich bin's, der Alex von der Flugschule hier Rondell. Wir haben jetzt wieder ein paar Fragen zum Beantworten. Unter anderem hat uns der Hauge geschrieben, die Idee mit den Thermikflügen finde ich im Prinzip zwar gut, zumal die Anzahl an Starts und Landungen ja eh gleich bleibt. Aber die Dokumentationspflicht ist albern. Hast du recht, Hauge? Ja, ich hätte das auch beim Fluglehrer belassen. Aber ist halt leider so eingeführt worden. Das heißt, kontrolliert wird es am Anfang klar durch uns. Ja? Also wir als Flugschule müssen das erstmal checken, ob das passt. Und es gibt ja auch mittlerweile nicht nur die Varios, die diese IGC-Files erstellen können, sondern jeder, der eigentlich ein Smartphone hat, kann sich auch solche Apps runterladen. Und ein, zwei von diesen Apps erstellen auch diese IGC-Files, beziehungsweise tracken das Ganze mit. Und dann kann man es nochmal sagen, okay, da schau, es war wirklich so und so lange, wir hatten den Höhenunterschied und dann passt das auch. Also das funktioniert. Die ganzen Dinger werden jetzt in den neuen Ausbildungsheften vom DAV eingetragen und dort eben gegebenenfalls dann auch kontrolliert. Das heißt, wir müssen zur Prüfung das ganze Ausbildungsheft einscannen, müssen es an den DAV schicken und dort wird es dann von der Ausbildungsstelle nochmal gegengecheckt, ob auch alles seine Richtigkeit hat, ob alle Flugübungen abgehakt wurden, ob alle Unterschriften drin sind und eben auch bei solchen Flügen, die da länger gingen, wo wir quasi zwei Flüge eingetragen haben, weil es ein Thermikflug war, da wird dann halt auch gecheckt, ist die Dauer eingehalten, ist die IGC-File, passt das mit den Höhen und so weiter und so fort. Ja, also die vom DAV, die kontrollieren das dann im Endeffekt. Dann haben wir noch eine weitere Frage und zwar kommt die vom Nope 89, glaube ich, 98. Und der schreibt, wer eigentlich für die Kontrolle zuständig ist. Also wenn jemand auf dem Überlandflug unterwegs ist und kommt da jemand vorbei und checkt, ob ich überhaupt einen B-Schein habe, ob ich das überhaupt darf und so weiter und so fort. Also im Prinzip bist du dafür verantwortlich, das einzuhalten. Ja, das heißt, wenn du B-Schein hast, dann darfst du auch diese Überlandflüge machen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wenn denn jemand kommt und sich beschwert, weil ein Unfall passiert, das heißt, unbeabsichtigterweise fährt einer gegen den Baum, weil er dich da gesehen hat beim Fliegen, ja, du bist da in der Gefährdungshaftung drin, dann zeigt er dich an oder was auch immer, oder du gehst in einen, fliegst in ein Auto rein oder du fliegst, keine Ahnung, in ein Maisfeld rein und machst Flurschaden und es kommt einer, dann wird es zum Problem für dich. Ne? Dann holen sie die Polizei und dann wird er natürlich genau gecheckt, hat er einen B-Schein, darf er das überhaupt, hat er eine Versicherung und so weiter und so fort. Ja? Also da müsst ihr aufpassen, wenn denn sowas ist, seid ihr da mit erheblichen Strafen dabei. Und deswegen ist es halt safer, man hat einen B-Schein, man macht alles ordnungsgemäß und dann kommt er da in keine Schwierigkeiten. Falls ihr dazu weitere Fragen habt, meldet euch gerne. Wir bieten B-Schein-Seminare an. Da gehen wir genau auf solche Fragen ein. Ja? Haben wir auch im Kalender drinstehen. Checkt mal, jetzt im Juli haben wir zum Beispiel ein Seminar mit Ferdinand Vogel, dem Streckengott. Da sind wir in Österreich unterwegs und versuchen dann genau dort eben mit unseren Schülern auch zu den ersten Strecken zu verhelfen. 40, 50 Kilometer, wenn es dann möglich ist, den Pinzgauer Spaziergang zu machen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Also schreibt es uns unten in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt. Würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns am Buckel. Bis demnächst. Ciao, macht's gut.